frühstücken. Auf was habe ich denn Lust? Milch, Butter, Marmelade. Haferflocken fehlen noch. So. Mist, schon wieder leer. Wer sorgt denn jetzt für Nachschub? Und überhaupt? Wer deckt eigentlich den Tisch? Das will ich jetzt gern wissen. Deswegen fahre ich erstmal dahin, wo Essen wächst. Nämlich aufs Feld zu Bauer Franz. Vielleicht deckt er ja den Tisch. Mal nachfragen. Ja, ich stehe jetzt mitten auf dem Feld mit dir, Franz. Was passiert hier denn jetzt gerade genau? Ja, wir fahren jetzt hier mit dem Mähdrescher raus und dann dreschen wir das Getreide. Das Getreide hier in dem Fall ist ein Hafer. Und mit dem machen wir zum Beispiel Haferflocke und die Haferflocke, die kommen dann ins Müsli. Also könnte gut sein, dass den Hafer, den du hier drischst, morgen, dass die Haferflocken davon morgens in meinem Müsli drin sind? Das ist gut möglich, ja. Vielleicht morgen neu, aber nächste Woche dann. Und ich hoffe, dass sie dir dann auch gut schmecken. Nun, dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wer deckt denn eigentlich den Tisch? Und wenn man es jetzt mal so aus ganz praktischer, handwerklicher Perspektive betrachtet, bist das ja eigentlich du oder du als einer von vielen Landwirten. Ja, ich bin einer von vielen Landwirten, der dafür sorgt. Aber es sind ja noch viel mehr in der Kette derer, die den Tisch decken. Also das fängt beim Landwirt an, dann geht es beim Müller weiter, der das Korn mahlt oder die Haferflocke quetscht. Und dann gibt es die Bäcker und die Lebensmittelhändler, die dann die ganze Lebensmittel ja, der Bevölkerung zur Verfügung stellt. Und dann vielleicht auch noch die Mütter, die das kochen. Liegt das jetzt allein in deiner Hand als Landwirt, dass hier alles gedeiht und wächst und hinterher auch geerntet werden muss? Ganz bestimmt nicht. Also wenn es in meiner Hand allein läge, dann wird wahrscheinlich überhaupt nichts passieren. Das ist wirklich ja, das Werk des Schöpfers und ein tolles Werk in der Schöpfung, dass da jedes Jahr was wächst, ist eigentlich ein Wunder. Bloß haben wir es so selbstverständlich schon hingenommen, dass man meint, das sei unser Werk. Also ich finde, es ist jedes Jahr ein Wunder, bloß wir merken es gar nicht mehr. Und dann muss ich zugeben, ich wäre ziemlich neugierig, wie es sich so auf dem Mähdrescher fährt. Können wir da jetzt einmal hochsteigen und einmal übers Feld fahren? Klar, das machen wir jetzt. Danke, Franz. Ein Wunder der Schöpfung also. Und daraus kann ein Müsli-Riegel für den Supermarkt werden. Aber was ist, wenn man nicht so einfach in den Supermarkt gehen kann? Zum Beispiel, weil man zu wenig Geld hat. Genau deswegen gibt es Evas Tisch. Da gibt es Essen für Menschen, die sich keinen vollen Kühlschrank leisten können. Und da fahre ich jetzt hin, weil heute ist Dieter da. Wir sind zum Mittagessen verabredet. Dieter, wie oft kommst du denn in der Woche her? Ich komme in der Woche 4-mal her. Also es ist für mich in erster Linie, weil ich, wenn ich selber koche, kann ich das mit diesem Preis nicht gestalten. Was kostet denn das Essen hier? Das Essen kostet heute 2 Euro und ist also für diesen Preis sehr angenehm und gut. Was bedeutet für dich ein Essen, ein gutes Essen? Dass man miteinander sich austauscht, sodass ich sagen kann, ich fühle mich dann auch wohl. Nun stelle ich mir schon die ganze Zeit die Frage, wer deckt eigentlich den Tisch? Und deswegen würde ich von dir jetzt gerne wissen, was würdest du sagen, wer deckt für dich den Tisch? Den Tisch decke ich selbst mit meinem Umfeld. Es geht darum, dass viele Menschen hier alleine sind und sich dann ausgegrenzt fühlen. Und der Punkt bleibt einfach, dass man miteinander sich austauscht, dass man nicht ganz abseits steht.
So ist der Grund für viele, hierher zu kommen. Eine gute Mahlzeit bringt also manchmal mehr als nur einen vollen Bauch. Für Dieter gehört zu einem gedeckten Tisch die Begegnung mit anderen. Und da ist er nicht der Einzige. Ich besuche jetzt die Jugendkirche in Ludwigsburg, weil da kochen Jugendliche heute zusammen. Sie haben mir am Telefon schon verraten, was auf den Tisch kommt. Geschnetzeltes und Apfelcrumble. Antonia kümmert sich um die Hauptspeise. Warum trefft ihr euch hier, um gemeinsam zu kochen? Könnt ihr auch jeder für sich zu Hause kochen? Ja, aber wir sind ja hier in der Jugendkirche und hier geht es irgendwie auch darum, einfach zusammenzukommen, ein bisschen da zu sein, zu reden, Spaß zu haben, Gemeinschaft zu genießen. Und da ist es halt eine schöne Sache, auch einfach sich mittags irgendwie eine Stunde Zeit zu nehmen und zusammen zu kochen und zu essen. Für mich ist das ziemlich wichtig. Ich bin damit groß geworden, mit der Familie zusammen zu essen und zum Beispiel auch vor dem Essen zu beten. Für mich hat das auch sehr viel mit gelebtem Glauben so zu tun, dass man für andere Menschen da ist und mit anderen Menschen zusammen ist und das halt auch so teilt das Leben. Das finde ich ziemlich cool. Wer deckt eigentlich den Tisch? Was ist da deine Antwort drauf? Also hier in der Jugendkirche gerade, wer das Besteck in die Hand bekommt. Und ansonsten, sagen wir mal so, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich glaube so grundsätzlich kommt halt alles irgendwo daher. Ne? Aber so handfest, so mit Teller und Gabeln, halt die Leute, die gerade die Sachen in die Hand gedrückt bekommen und gesagt kriegen, mach mal. Durch viele fleißige Hände. Andere, die mit mir zusammen essen. Und Gott. Ist der Tisch gedeckt?